Wir unterscheiden zwei grundsätzliche Bauarten des Automatikgetriebes, das teilautomatisierte und das vollautomatisierte Getriebe. Das teilautomatisierte Getriebe habe ich in einem der früheren Clips schon einmal angesprochen. Sie erkennen es daran, dass Sie natürlich kein Kupplungspedal haben, aber im Schaltknüppel ein Sensor ist, ein Kontakt ist, der dem Steuergerät einen Impuls gibt und das Steuergerät gibt den Befehl an einen Pneumatikzylinder, dass die Kupplung aus- oder eingerückt wird. Natürlich muss ich hier weiter schalten, aber nicht kuppeln. Das vollautomatisierte Getriebe erkennen Sie daran, dass natürlich auch kein Kupplungspedal da ist, dass Sie aber hier nur eine Gangstufe einlegen müssen und Sie können von Hamburg nach München oder von München nach Hamburg fahren, ohne einen Schaltknüppel auch nur einmal zu bewegen, vielleicht bei einer Tankpause. Diese Schaltstufen werden benötigt, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Ich habe in jedem Getriebe eine Neutralstellung. Die setze ich zum Beispiel ein, wenn ich in einer Waschanlage mein Auto waschen lassen möchte. Ich habe in jedem Automatikgetriebe eine Parkstufe, sodass das Fahrzeug gegen Wegrollen blockiert ist. Und manchmal habe ich auch Winterstufe, um das ganz sanfte drehmomentarme Anfahren bei Schnee und Eis zu ermöglichen. Aber nochmal, ich muss während des Betriebes nicht schalten. Das ist das besondere Kennzeichen, die Besonderheit des Automatikgetriebes. Ich betone ja immer wieder, dass ich doch nur die Prinzipien, die Grundlagen hier vermitteln kann und möchte. Gerade und besonders das Automatikgetriebe ist ein so komplexes, kompliziertes Gebilde mit so vielen Details, in dem Hydraulik, Elektronik, Mechanik eine große Rolle spielen, dass man Detailkenntnisse sich nur in speziellen Fällen aneignen kann und sollte, wenn Sie zum Beispiel mit solcher Technologie in Werkstätten arbeiten, was äußerst selten ist. Deshalb beschränken wir uns in den folgenden Clips auf die Grundlagen des Automatikgetriebes und zwei Variantenbauarten, weil die eine Variantenbauart, nämlich das Direktschaltgetriebe, das ist so zukunftsweisend, dass ich das noch etwas näher in einem der nächsten Clips untersuchen möchte. Unsere Automatikgetriebe verfügen nicht wie die Handschalter über eine Trockenkupplung, sondern sie haben einen hydrodynamischen Drehmomentwandler. Ein tolles Wort. Bleiben wir mal bei dem Begriff Drehmomentwandler. Was ein Drehmoment ist, das haben wir doch nun rauf und runter besprochen und das hat sich hoffentlich bei Ihnen eingeprägt. Was ein Wandel ist, nämlich ein Wechsel, eine Veränderung, das, denke ich, ist auch jedem klar. Ich möchte und kann also in diesem hydrodynamischen Drehmomentwandler mein Drehmoment verändern. Und das geschieht auch tatsächlich in bestimmten Bereichen. Kann ich das Drehmoment vergrößern, weil ein großes Drehmoment ist immer gewünscht. Und natürlich brauche ich den Wandler, um das Drehmoment überhaupt zu übertragen vom Motor auf das Automatikgetriebe. Ich möchte sanftes Anfahren ermöglichen, ohne Geruckel. Und das soll ja automatisch gehen. Und ich möchte mit diesem Wandler auch die vom Motor abgegebenen Drehschwingungen, die Ihnen ja bekannt sind, verringern zumindest.